Kohlelieferung zum Kraftwerk. Guten Abend, du übernimmst heute den DGS 45784 von Bottrop zum Kraftwerk Mark Elverlingsen ab dem Hagener Güterbahnhof. Aufgrund einer Streckenstörung der Verbindungskurve aus Vorhalle fährt der Zug heute über den Güterbahnhof am Hauptbahnhof. Rüste die Lok auf und schalte den PZB-Modus gegebenenfalls auf U, was hier realistisch ist. Der Kollege hat schon Kopf gemacht. Und du sollst den Zug nun nach Elverlingsen bringen. Dazu musst du ebenfalls in Werdohl die Fahrtrichtung wechseln. Darum kümmern wir uns allerdings später. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier auf Ruhrsieg Nord mit der 185-2 von DB, von DB Cargo, ehemals von DB Railien. Wir stehen hier voll beladen mit unseren Kohlewagen und fahren ein ganz besonderes Szenario, allerdings dazu gleich mehr. Wir rüsten jetzt erstmal hier die Lok auf. LZB geht hier nicht, PZB und SIFA machen wir an. Spitzensignale sind aktiviert. Gucken wir gleich, ob der Stromabnehmer... Ah, der hintere ist um. Ich würde doch gerne eher den vorderen gehoben haben. Also einmal Hauptschalter raus und Stromabnehmer runter. So, dann ändern wir einmal ganz kurz den Stromabnehmer auf den... Jetzt weiß ich nicht, welcher das ist. Auf Stromabnehmer 1. So, Stromabnehmer 1. Setzen wir uns wieder hin. Stromabnehmer hoch. Jawohl. Und Hauptschalter rein. Oh, da habe ich noch einen falschen Fahrplan geladen. Gut, das kann man an dieser Stelle dann ignorieren. Okay. AFB machen wir uns gleich während der Fahrt an. Das passt alles soweit. Untere Zugart ist nicht aktiv. Wo können wir die Zugart wechseln? Hier nicht. Aber hier. Dazu dann gehen wir nochmal in Neutralstellung. So. Und dann PZB aus und PZB wieder an. Jawohl, untere Zugart. Okay. Haben wir das an dieser Stelle, dann müssten wir eigentlich abfahren können. Nee, können wir nicht, natürlich nicht. Aber erstmal den Fahrtrichtungswend, dann die Vorwärtsstellung. Spitzensignale normal, ist okay. Gut, das passt, das passt. Wir fahren jetzt erstmal nur 25. Ab hier vorne sind wir dann eine Zugfahrt und drücken da allerdings auf PZB wachsam, denn wir haben langsam Fahrt zu erwarten. Okay, wir gehen hoch auf die 40 und danach ab hier theoretisch 60. Wir haben allerdings langsam Fahrt zu erwarten, deshalb bleibe ich jetzt erstmal bei den 40.
Außerdem ist unser Zug ziemlich lang. Okay, also, folgendes ist der Plan. Ich erkläre euch, warum dieses Szenario so besonders ist. Dieses Szenario ist nämlich keine Fahrplanfahrt, sondern ein Szenario aus dem Railsim-Forum. Props an Tom Fresco dafür, dass er dieses Szenario gebaut hat. Es geht hier um folgendes. Wir haben hier diesen Kohlezug. Ohne Zugschlusstafeln. Und dieser Kohlezug fährt zum Werken mit Mark Elberlingsen hier auf der Strecke. Und das folgt tatsächlich einem realen Beispiel. Also wir gehen hoch auf die 60. Dieses Szenario folgt einem realen Beispiel. Das Ganze basiert nämlich auf einem YouTube-Video, wo genau auf diese Art und Weise, genau auf dieser Strecke, fast genau auf diesen Gleisen, die wir gerade befahren, ein Kohlezug tatsächlich bis zum Kraftwerk gefahren ist, dort die Kohle abgeliefert hat, umgesetzt hat, um dann wieder zurückzufahren. Und das werden wir heute nachstellen. Beziehungsweise das hat es geschafft, der Szenariobauer nachzustellen. Und das ist wirklich Weltklasse. Das Ganze ist ein Safe-Game-Szenario, das funktioniert tatsächlich wieder. Ich habe mal ein Tutorial gemacht, wie man Safe Games installiert. Also wer das nachspielen möchte auf dem PC, der möge mal in die Videobeschreibung reingucken. Dort ist der Download-Link zu diesem Szenario. Und wenn ihr mal bei mir mal sucht auf dem Kanal, oder vielleicht denke ich dran, dass ich das hier oben dann verlinke, dann findet ihr ein Video, wie man Safe Game-Szenarien installiert. Das unterscheidet sich nämlich so ein bisschen von diesen herkömmlichen Szenarien. Das Ganze ist zwar mit dem Szenario-Editor gemacht, allerdings gehört da noch deutlich mehr, sagen wir mal, Modding-Kunst. Ist das Modding? Ja, das ist schon in gewisser Form Modding. Das gehört damit dazu. Und deshalb Hut ab, wenn ihr schon dabei seid. Oh. Ups. Ja. Das ist natürlich peinlich, ne? So. Also. Auf Null stellen. Bremsen lösen und Leistung. Zug strecken. Hinterer Wagen bewegt sich noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Daran sieht man, wie lang der Zug eigentlich ist, ne? Ist der Wahnsinn. Immer noch nicht. Bewegen wir uns vorne? Ganz, ganz langsam. So, nehmen wir ein bisschen mehr Leistung. So, jetzt bewegen wir uns. Ja, also, was ich gerade im Begriff war zu sagen, wenn ihr schon mal da seid und das Szenario euch tatsächlich runterladet, dann lasst doch direkt mal dem Szenario-Bauer einen Daumen hoch da oder einen netten Kommentar. Da steckt nämlich ganz, ganz viel Arbeit dahinter und sehr, sehr viel. So, wir dürfen jetzt 50 fahren und sehr viel, ja, zeitlicher Aufwand, der da hinein investiert wurde. Und wie gesagt, wer
sich das Ganze mal in Realität angucken möchte, ich verlinke mal das YouTube-Video auch in die Szenario, in die Videobeschreibung hier mit rein. Dann kann man dann auf jeden Fall sehen, dass das, was ich hier mache, zumindest von der Fahrt her realistisch ist, auf meine Art und Weise, wie ich hier im Führerstand sitze und den Zug fahre, ist natürlich nicht ganz so realistisch. Das ist allerdings kein Geheimnis. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Das Ganze wird auch ein bisschen länger dauern, Pi mal Daumen eine Stunde. Ich habe jetzt schon eine Zwangsbremsung gehabt, heißt also, es wird vielleicht schon mal mehr als eine Stunde. Und mal schauen, wie wir dann gleich mit diesen ganzen Umsetzaktionen vorankommen. Also wir müssen den Zug halt jetzt erstmal nach Werdohl bringen. Das Einfahrsignal dort wird wohl gut sein und muss mit Befehl 40 überfahren werden, Frau Max dafür, als Rangierfahrt in Werdohl, 25 km/h. Und während du das Signal passierst, PZB-Befehl gedrückt halten. Okay, da haben wir auf jeden Fall also den schriftlichen Befehl vom Fahrdienstleiter, der uns gesagt hat, das rote Signal dürfen wir passieren. Jetzt wäre es halt natürlich schon sinnvoll gewesen, wenn ich jetzt auch noch idealerweise einen passenden Fahrplan geladen hätte, ne? Und nicht den aus der Main-Spessart fahren. Ich weiß nicht, ob es für Rosig Nord einen Fahrplan für die 185-2 gibt. Das ist halt die 185 von der Main-Spessart-Bahn. Die ist soundtechnisch okay. Die ist nie so großer Schrott gewesen wie die 185-5 von Rhein-Ruhr-Osten nach dem Update. Beziehungsweise nachdem es portiert wurde in den TSW 2 vom TSW. Ja, an dieser Stelle, wenn wir schon jetzt so ein langes Szenario fahren, so ein besonderes Szenario, danke ich erstmal natürlich auch allen Leuten, die hier regelmäßig und auch weniger regelmäßig zuschauen, allen Menschen, die hier ein Like hinterlassen, alle Menschen, die einen Kommentar schreiben, wir nehmen mal die E-Bremse, das ist mir zu schnell, wir nehmen noch ein bisschen Luftdruckbremse, wir sind viel zu schnell. Bremsen lösen, die Bremse auch. Genau, also allen Menschen, die hier zugucken, sich das anhören, sich das antun, ganz, ganz großes Dankeschön dafür, dass ich das nur als Hobby hier mache und eigentlich gar keine, in Anführungszeichen, richtige Ahnung vom Fahren habe. Oh, Frau Max, das ist hier 45. Das war nicht signalisiert. 40, ja. Gucken wir uns mal die Streckenkarte an. Das finde ich mal so toll an Rosig Nord, ehrlich gesagt, dass die Strecke so super sich hin und her bindet. Das haben die sonst nur im TSW, im deutschsprachigen Raum, eigentlich jetzt nur mit Dresden-Chemnitz. Was auch der Fall ist, aber ansonsten alle anderen Strecken sind vergleichsweise eher so gerade. Ja, die Main-Spessart-Bahn hat auch die ein oder anderen sehr, sehr interessanten Kurven und Steigungen und so. Aber auch nicht auf dem Level, zumindest von den Kurvenverläufen, nicht so auf dem Level wie Rosig Nord oder definitiv auch Dresden-Chemnitz mit der 612. Da fliegt man ja fast schon durch die Kurven. So, Langsamfahrt wird uns hier signalisiert. Ich weiß gar nicht, warum wir hier über die Rangiergleise, über die Abstellgleise geleitet worden sind, aber man kann halt im TSW, wenn man sich Szenarien baut, wer das schon mal versucht hat, weiß das auch, kann man sich nicht die einzelnen Fahrwege selber großartig aussuchen, sondern die sind halt vorgegeben. Ah, okay, gut, wir mussten auch die Weiche nehmen, aber die sind halt vorgegeben, so wie sie sind. Und da kann man dann letztendlich nicht viel dran ändern. Und hallo Kollege in der 185. Von der SBB und ab hier dürfen wir 120 fahren.
beziehungsweise für uns ist VMAX heute 100 km/h natürlich, weil wir in der unteren Zugart unterwegs sind. Also Zuglängenmesser wäre schon nicht schlecht, ne? Ich glaube, wir dürfen beschleunigen. Ich lese mir auch jeden Kommentar übrigens durch, der mir so geschrieben wird. Auf die allermeisten antworte ich auch, wenn ich Zeit habe. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne eure Meinung hier zu diesem Video schreiben. Gerne Wünsche reinschreiben und sowas. Da bin ich mal sehr offen für alle möglichen Anregungen, solange sie konstruktiver Natur sind. Nicht konstruktive Kommentare werden gelöscht. Habe ich zwar bisher nicht gemacht, aber also es kamen bisher keine nicht konstruktiven Kommentare. Aber da würde ich auch ehrlich gesagt nicht großartig Halt vormachen, unsachliche Kommentare zu löschen. Solange sie eine gewisse Sachlichkeit haben, ist alles in Ordnung. So. Dann schalten wir mal die AFB ein, stellen schon mal den V-Soll-Hebel auf 100 und dann gehen wir aber hier runter. Na? Hallo AFB? Achso, muss ich die AFB komplett auf die 140 hochdrücken. Kann die AFB nur im Stillstand eingeschaltet werden? Komisch. Keine Leistung aufschalten. AFB wieder aus. Jetzt kann ich wieder Leistung aufschalten. Okay, aus irgendeinem Grund funktioniert die AFB der 185-2 nicht. Dann fahren wir halt ohne. Ich traue mich ehrlich gesagt gar nicht hier komplett an die 100 ran. Wenn jetzt eine 1000 Hertz Beeinflussung kommt, dann ist es glaube ich mit dem Zuggewicht heute gar nicht mal so einfach runter zu bremsen. Es geht allerdings leicht bergauf, daher ist mir natürlich Leistung aufgeschaltet. Ich hoffe, wir kriegen frühzeitig mit, wenn wir in Werdohl sind, aber müssten wir ja theoretisch, weil ja uns dort ein haltzeigendes Signal vor die Nase gesetzt wird. Von daher müssten wir ja automatisch in Werdohl zum Halten kommen. Denn streckentechnisch ohne Imbula ist es natürlich schwer, zumal unsere Karte absolut sinnfrei ist und überhaupt nicht hilft. Keine Orte drauf sind. Das ist vielleicht der einzige Job, den eine Karte haben sollte, ne? Das hat irgendeiner Form die Namen von Orten.
drauf geschrieben sind. Ich würde sagen, wenn es einen einzigen Job gibt, den eine Karte erfüllen sollte, dann ist es, dass dort Ortsnamen stehen. Sofern es sich um eine Ortskarte handelt, was hier der Fall ist. So ist es eigentlich nur ein nettes kleines Bild, aber mehr auch nicht. So, 143 hier links. Etwas überbelichtet der Bahnsteig, aber okay. Okay. Und da ist die Ankündigung auf 90. Hoffentlich ist der Magnet nicht aktiv. Oh, ein Glück. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Sonst hätten wir jetzt auf die 55 wieder runtergemusst. Eigentlich haben wir ja keinen Bock drauf. So, auf die 90 wieder hoch. Wir sind, glaube ich, noch nie zusammen die 185-2 gefahren. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir zusammen mit der 185-2 fahren, ne? Tatsächlich, ja. Das liegt aber daran, dass ich immer gedacht habe, dass die 185-2 nach wie vor einen schlechten Sound hat und eben nicht diesen Sound, den die 185-5 aus Dresden-Riesa-Waschiffer hat, sondern halt eben jetzt diesen schlechten Sound, ihr wisst, welchen ich meine. Aber das ist ja gar nicht der Fall, der Sound ist ja davon voll in Ordnung. So, ab hier dann 100. Und langsam Fahrt zu erwarten. Wir müssen schnell runter auf unter 55. Das kriegen wir hin, wir lösen schon mal aus. Die Bremsen brauchen nämlich einen Augenblick zum Lösen. Gut, so lange brauchen sie dann auch nicht zum Lösen. Achso, 40 in 800 Metern, ja gut. So, das müssen wir nicht bestätigen, das ist nur der Vorsignalwiederholer da. Und das müssen wir allerdings bestätigen. Weiterhin gemütlich unsere 40 km/h. Wo sind wir hier? Gerne Stationsnamen. Edmarte. Okay. Da kommen wir. Hier mit dem Kollegen im Tal in 2.
So, hinter der Weiche müssten wir dann wieder auf Streckengeschwindigkeit hoch können. Ja, immer noch 40. So, wir sind an der Weiche vorbei. Jawohl, das Hauptzeug wieder von 100. Vorsignal ist grün. Freien uns und schalten Leistung auf. Da kommt uns ein Kollege an der S-Bahn entgegen. Mit Huawei 425. Da ist zum Glück auch der 1000 Hertz Magnet nicht aktiv. Das Szenario wurde schon eigentlich vor langer, langer Zeit veröffentlicht. Allerdings kam dann das Rush Hour Update, wo ja die Engine vom TSW auf 426, Unreal Engine 426, gestellt wurde. Und seit dem Update funktionieren halt die Safe Game Szenario nicht, aber er hat es mit seiner, also er, der Szenariobauer, hat es mit seiner Magie geschafft, tatsächlich dieses Safe-Game-Szenario wieder zum Laufen zu bringen. Ich glaube, das hat relativ viel Arbeit nochmal gekostet. Aber er hat es geschafft und das ist einfach der Wahnsinn. Also, Props an ihn nochmal. Ganz, ganz super Arbeit. Das Szenario macht auch echt Spaß. Aber der größte Spaß ist ja noch vor uns, witzigerweise. Also, wer es bis hierhin geschafft hat, schon mal Hut ab, Chapeau, sagt der Français. Aber gleich wird es noch spannend.
blaues Grün. Und die Ankündigung auf 70. Mal schauen, ob der. Da war gar kein. Ja, da war gar kein Magnet verlegt. Auch nicht schlecht. Nicht aufstehen. Einmal verdrückt. So, ab hier gelten die 70. Kurzer Tunnel. Ich bin viel zu oft mittlerweile gewillt zu sagen, Kurzestunnel, das Tunnel. In der Schweiz sagt man das nämlich tatsächlich so. Da ist witzigerweise der Artikel für Tunnel, das. Beziehungsweise Tunnel ist ein grammatikalisch sächliches Nomen. Während es im Deutschen männlich ist und da gibt es einige Wörter interessanterweise im Schweizerischen, im Schweizerdeutschen. Ne, nicht im Schweizerdeutschen, sondern einfach wenn Schweizerdeutsch sprechen, so. Ihre Version des Hochdeutsch, Schweizer Varietät vom Deutschen, so. Da merkt man einige Unterschiede. Es kommt nämlich tatsächlich häufig vor, dass da mal eben die grammatischen Geschlechter unterschiedlich sind. Kommenderburg und Drahtstadt Altena. Da oben die Burg Altena. Also Altena ist schon echt schön. Muss ich sagen. Also es gefällt mir. Also mit dem Haus rein direkt am Wasser. Ja, ja. Wir dürfen 80 fahren. Machen wir das auch. Burg und Draht statt Altena. Irgendwann habe ich tatsächlich mal herausgefunden, was es mit diesem Draht auf sich hat. Ich bin mir allerdings nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, von hier aus wurde mal Draht in andere Städte exportiert und geliefert, irgendwie sowas. Irgendwas wurde hier auch mal erfunden im Kontext von Draht, meine ich. Aber nimmt mich da nicht für bare Münze, ich weiß es nicht, bin kein Historiker. Wer sich viele meiner Videos angeguckt hat, der weiß jedenfalls schon, was ich nicht bin. Beziehungsweise worin ich kein Experte bin. Frage ist, worin bin ich eigentlich ein Experte? Hat irgendjemand von euch eine Idee, worin ich ein Experte sein könnte? Vielleicht hat es schon mal irgendjemand rausgehört in irgendeiner Form, was ich tatsächlich beruflich bzw. ja, bildungstechnisch mache. Würde mich mal interessieren. Aber auf jeden Fall wisst ihr schon mal, was ich nicht bin. Ein Experte für Draht bin ich nicht und ein Experte für Geschichte auch nicht wirklich. Experte fürs Zufahren sowieso nicht. Aber ich kann gut Geschichten erzählen, habe ich mal mir sagen lassen. Das soll eine vergleichsweise beruhigende Wirkung haben. Beziehungsweise Geschichten vorlesen. Aber das ist hier nicht der Vorlese- und Einschlaf-Podcast, sondern ein sogenanntes Let's Play, wo ich Züge fahre.
Also werde ich hier den Anteil an Literatur, die ich vorlesen möchte, hier ziemlich stark einschränken. Leider würde ich gerne machen, aber ich weiß nicht, ob man so gut das Element Literatur und das Element Zugfahren miteinander verbinden kann, es sei denn, es geht explizit um Literatur, die in irgendeiner Form mit Zugfahrten zu tun hat. Na gut, man könnte natürlich Mord im Orient Express vorlesen von Agatha Christie, glaube ich. Beziehungsweise die gefühlt 300.000 Ableger von Mord im Orient Express. Sonst Literatur, in der Züge zentral sind. Oh ja, ja klar. Michael Endes, Jim Knopf, ist doch von Michael Ende, ne? Nee. Doch, müsste glaube ich von Michael Ende sein. Jim Knopf. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Werk. Oh, wir sind schon an. Wir sind schon gleich da. Ja, bei mir steigt die Spannung. Da geht's jetzt gleich hin. Glaube ich zumindest. Geht's dahin vielleicht? Ja. Ich komme später vielleicht wieder auf Jim Knopf zu sprechen. Ich konzentriere mich mal wieder auf die Strecke und auf die Anweisungen, die ich hier habe. Denn wir müssten dann jetzt gleich in Werdohl sein und dort auf ein rotes Einfahrsignal treffen, aber das nächste Signal scheint grün zu sein. Dann schalte ich noch mal ein bisschen wieder Leistung auf. Wollen ja nicht Ewigkeiten rumtrödeln. Und ab hier dann 90. Und die Frage ist, wie weit fahren wir noch? Ich glaube, der Weg von Werdohl nach Altena ist nicht allzu lang. Dürfte also gar nicht mehr so lange dauern, bis wir vermutlich das erste Mal zum Halten kommen. Das zweite Mal. Ich vergaß, dass ich ja eine Zwangsbremsung hatte. Passiert dem Besten. Zähle ich mich zu dem Besten? Tue ich nicht. Möchte ich die Besten damit diskreditieren? Nein, will ich nicht. So, da haben wir es auch schon, wie zu erwarten. Also, auf in die Bremsung. Sind unterschritten. Am 500 Hertz Magnet sollten wir nicht schneller als 40 km/h sein. Sind wir auch nicht. Und dann müssen wir runter auf 25, soweit wir in nächster Nähe des haltzeigenden Signals sind. So, wir halten trotzdem an. Wir haben zwar den Befehl, dass wir mit Befehl 40 drüber fahren dürfen, aber ich halte trotzdem nochmal an, weil ich persönlich glaube, dass das die realistischere Vorgehensweise ist. So, jetzt nochmal ein bisschen bremsen. Da ist der 500er nämlich. Wir sind noch über 25. So, 500 Hertz Magnet ist aktiv.
Okay. Wir halten an und gucken nochmal in unsere Anweisung rein. Hier auf der Brücke. Ach, das Fenster ist offen. Habe ich gar nicht bemerkt. Okay, also. Das Einfahrsignal ist rot und muss mit Befehl 40 überfahren werden vom Max dafür und als Rangierfahrer in Verdol 25 km/h. Und während du das Signal passierst, BZB Befehl drücken. Also, das ist diese Taste, beziehungsweise die Entfernen-Taste auf der Tastatur. Okay, wir lösen die Bremsen. Bremsen sind gelöst. Und mit nicht schneller als 25 km/h. Zug rollt. Mit nicht schneller als 25 km/h. Ach, ich habe vergessen, dass wir die Zugschlusstafel immer noch nicht haben. Naja. Fahren wir dann jetzt am Signal 14a vorbei. So, Leistung nehme ich mal ganz kurz weg. Wir drücken PZB Befehl 40. Befehl 40 leuchtet auf. Deshalb können wir die Taste wieder loslassen. Und können jetzt mit 45, nee Quatsch, gar nicht, mit 25 weiterfahren, hat der Fahrdienstleiter gesagt. Ich mach das Fenster wieder auf. So, in Verdol. Bleib auf dem Abstellgleis stehen, auf das du begleitet wirst, und kuppel die Lok vom Zug ab. Machen wir. Das Ganze nochmal möchte ich an dieser Stelle erwähnen. So wie das Ganze hier passiert von den Abläufen her, ist das auch in Realität mindestens einmal passiert. Vermutlich nicht nur einmal, aber mindestens einmal ist es videotechnisch dokumentiert und momentan zumindest verfügbar zum Angucken auf YouTube. Dann ist vermutlich hier rechts lang geleitet, ja. In Verdol, wie angekündigt. Das passt alles. Und sobald der ganze Zug hier draufsteht, werden wir anhalten. Das macht richtig Spaß, das ist der Wahnsinn. Hat schon länger nicht mehr so viel Spaß. Okay, so. Also nochmal rückversichern, bleibe auf dem Abstellgleis stehen, auf das du geleitet wirst, und kuppel die Lok vom Zug ab. Machen wir mit Vergnügen. So, bye-bye. Sehr schön. So, was machen wir jetzt? Ziehe mit der Lok nun vor bis in den Tunnel und wechsle den Führerstand. Das Ausfahrsignal des Abstellgleises muss ebenfalls mit Befehl 40 überfahren werden. Wo ist denn hier der nächste Tunnel? Da vorne ist der nächste Tunnel. Nicht das Tunnel, sondern der Tunnel.
Achso, wir können eigentlich an dieser Stelle, weil wir ja eine Lokfahrt sind, können wir eigentlich PZB kurz wieder ausmachen. Und die Zugart wechseln. Genau, jetzt sind wir in der oberen Zugart. Ich weiß nicht, ob es ein Tastaturkürzel gibt, einen Shortcut, womit man den PZB-Modus wechseln kann. Wir fahren weiter maximal 25. Genau, der 500 Hertz-Magnet ist ja auch noch hier an. Wir fahren ja auf ein rotes Signal zu. Bis in den Tunnel und wechseln den Führerstand. Okay, also bis nun vor, bis in den Tunnel, genau. Also wir halten im Tunnel dann einmal kurz an. Das ist ja nun ein sehr kurzes Tunnel. Kurzer Tunnel, jetzt habe ich es schon auf Schweizerisch gesagt. Und sobald wir dann hier am Signal vorbeifahren, beziehungsweise die Vorbeifahrt am Signal, gestalten wir zusammen mit PZB Befehl 40. Den Befehl haben wir vom Fahrdienstleiter, drücken jetzt auf Befehl 40. Befehl 40 leuchtet auf. Wir lassen die Taste los und drücken weiter vor. So, wir werden aufs Gegengleis geleitet. Ich habe ehrlich gesagt das Video nicht mehr ganz im Kopf. Das echte Führerstandsvideo im Kopf, ob er tatsächlich der Lokführer im Tunnel aussteigt und wendet oder ob er noch praktisch durch den Tunnel einmal durchfährt. Wir machen das jetzt einfach hier vorne, sobald die Lok den weichen Bereich verlassen hat, was jetzt der Fall sein müsste. Wir halten an. Okay, so. Machen uns einmal hier das Licht an. Das große Licht an. Dann gehen wir jetzt mit dem Fahrtrichtungswender Neutralstellung. Machen hier PZB und die SIFA aus. Lassen das mal so, wie es ist. Aus. Ja, den kann ich nicht einstecken. Lassen mal das Ganze hier angezogen. Displays können wir eigentlich hier ausschalten an dieser Stelle, da wir sie nicht mehr benötigen. Schalten einmal das Licht aus. Stehen auf und wechseln einmal den Führerstand. Okay. So, dann setzen wir uns einmal hier hin. Fahrtrichtungswende an Vorwärtsstellung. Display an. Oh, bitte bremsen. Bitte bremsen. Wir hatten bitte hier die Bremsen gelöst. Und auch du einmal bitte an. Instrumentenbeleuchtung möchte ich haben. Machen wir einmal ganz kurz die Fahrpultbeleuchtung an. Spitzensignal muss noch gewechselt werden. Und zwar einmal hier, bitte den hier. Ja, wer wollte schon die AFB haben? So, oh, hinten. Passt nicht so ganz, aber wir sind eher am Rangieren, von daher ist das egal, meiner Meinung nach. Okay, Pantos oben. Dann müssten wir jetzt eigentlich fahren dürfen. Was, lesen wir uns noch ganz kurz einmal die Anweisung durch, was wir jetzt machen sollen. Fahre zurück durch den Bahnhof Werdohl bis zu dem Anfang der Brücke. Das Sperrsignal dafür ist frei. Das Ausfahrsignal wieder mit Befehl 40 überfahren. Okay. Wir fahren jetzt zurück bis nach Werdohl. Bis zum Anfang der Brücke. Also das Sperrsignal hier zeigt, dass wir fahren dürfen. Vmax weiterhin 25. Wir sind am Rangieren. So, 70, nicht vergessen zu bestätigen.
Zugbeeinflussung. Okay. Bis zum Anfang der Brücke. Bis zum Anfang der Brücke. Was müssen wir danach machen? Wechsle wieder den Führerstand und fahre wieder an deinen Wagen ran. Okay, ja gut. Also dann weiß ich halbwegs, wo wir stehen müssen. Also nicht diese Brücke ist gemeint. Sondern da weiter hinten. Okay, das Signal da vorne wird dann mit Befehl 40 wieder überfahren. Den schriftlichen Befehl haben wir vom Fahrdienstleiter. Dann drücken wir jetzt gleich wieder auf PZB-Befehl 40, nämlich jetzt. Oh. Ups. Ja, ist natürlich nicht so smart, wenn man ohne PZB fährt. Ich habe vergessen, PZB anzumachen. Upsi. Okay, und wir halten hier vorne wieder an. Okay. Fahrtrichtungswender in die neutrale Stellung. Das ist angezogen. Ja. Laufen wir wieder besser über die Seite. Okay, hier PZB an, Ziffer an, sorry. Also, was ist jetzt zu tun? Wechsel den Führerstand, fahre wieder an deinem Wagen an. Nun hast du gewendet und kannst dich auf dem Weg zurück in Richtung Mark Elverlingsen machen. Oh, aber das Gleissperrsignal hier vorne ist rot. Das ist aber rot. Die Frage ist, ob ich das mit Befehl 40 überfahren kann. Oder ob ich es gerade so ein bisschen verkackt habe, als ich über dieses Signal hier vorne ohne die PZB gefahren bin. Ich hoffe mal ganz stark, das ist nicht der Fall. Ja gut. Was müssen wir jetzt machen? Wir fahren und hoffen, dass ich dann mit der PZB. Was ist? Warum kannst du nicht fahren? Na, Fahrtrichtungswender? Will nicht. Warum nicht? Los.
Wechsel den Führerstand und fahre wieder an deinem Wagen ran. Ja, doch, haben wir alles richtig gemacht. Also Bremsen lösen. Aber hier, wir haben keine Fahrtrichtung ausgewählt. Warum? Machen wir das anders. So, du auf aus. So, jetzt können wir. Jetzt wird sich entscheiden. Werden wir aus dem Szenario geschmissen, weil wir ein rotes Signal überfahren? Oder funktioniert das? Wenn wir aus dem Szenario geschmissen werden, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Also PZB. Befehl. Das Szenario könnte jetzt hier enden. Noch ein Glück. Zwar leuchtete jetzt nicht Befehl 40 auf, aber Glück gehabt. Ich hatte jetzt echt Angst, dass es jetzt vorbei wäre an der Stelle. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Hat das gereicht? Nein. Lass mir die Tür auf. So, Bremsen angezogen bitte. Hauptschalter auf aus. Du aus, du aus. Du aus. Instrumentenbeleuchtung aus. PZB und SIFA aus. Weiß ich nicht, lass nur so. Okay, so, Führerstand gewechselt. PZB und SIFA an. PZB kurz aber wieder aus, weil wir jetzt wieder in den unteren Modus wechseln. PZB an. Das passt soweit. Passt das vom Stromabnehmer her? Nee, jetzt haben wir wieder den falschen Stromabnehmer oben. Daher Stromabnehmer runter. Achso, Fahrtrichtungswende Vorwärtsstellung, Stromabnehmer runter. Schon wieder vergessen, den Hauptschalter zuerst zu trennen. Passiert. Okay, Stromabnehmer 2 hätte ich gerne. Stromabnehmer hoch. Dankeschön.
Hauptschalter ist drin. Lok wird wieder zum Leben erweckt. Machen wir uns die hellen Spitzensignale an. Kabinenlicht brauchen wir nicht. Instrumentenbeleuchtung haben wir an. Achso, wir hätten ruhig mal die Zugsammelschiene ausschalten können. Okay. Und Fenster einmal auf. Lösen. Achso, was sollen wir jetzt machen? Wechsle wieder den Führerstand und fahre wieder an deinen Wagen ran. Das haben wir gemacht. Das nächste Signal, ca. 4 Kilometer in Verdol, ist auf Rot. Das sollst du aber auch nicht passieren. Bleib mindestens 350 Meter davor stehen und fahre den Zug rückwärts in den Gleisanschluss des Kraftwerks. Eieiei. Achso, genau. Und das ist halt auch eins dieser unglaublichen Dinge. Das Signal ist rot. Das müssten wir dann auch mit Befehl 40 überfahren können. Hoffe ich mal. Jetzt ist schon wieder so ein Zeitpunkt, wo ich mir denke, das Szenario könnte jetzt hier auch enden. Schauen wir mal. Befehl 40 leuchtet auf, das passt. Und wir dürfen passenderweise 40 km/h fahren. Genau, also man, das ist tatsächlich in Realität so passiert, dass man da stehen bleibt und dann wird der Zug da rückwärts reingefahren in den Gleisanschluss. Und das ist schon echt cool. Zugschlusstafeln. Langsam in den Sonnenuntergang rein. So, hier sind 90 vergeben, wir dürfen bisher nur 70 fahren. Bei den 80, weil gleich sowieso die Hauptabsenkung auf 80 kommt. Okay, da vorne ist das Kraftwerk. Wir bekommen gleich einen Halt zu erwarten vor die Nase gesetzt. Wir können schon mal leicht abbremsen. Voll die E-Bremse rein.
Und drücken PZB wachsam. Nehmen die Zugbremse hinterher. Also wir haben vorhin schon den Gleisanschluss gesehen, da müssen wir gleich rein. Wir müssen schauen, dass der ganze Zug da reinpasst. Beziehungsweise müssen schauen, dass der ganze Zug über die Weiche jetzt gleich hier rechts drüber fährt, damit wir da auch rein rangieren können. Also hier rechts, das ist der Gleisanschluss. Hier. Okay, so. Und hier muss es dann eine Handweiche geben, die wir selbst umstellen können. Ah ne, die Weiche ist schon umgestellt. Okay, heißt also, wir können hier rein. Und hier gucken wir mal, stellen wir uns mal eben einen Weg. Hier wird es nach rechts lang gehen. Hier werden wir weiterhin auf dem rechten Gleis. Rechts, rechts, rechts. Hier werden wir immer noch auf dem rechten Gleis. Wahnsinn, ich habe mir das noch nie hier angeguckt. Also weiterhin auf dem rechten Gleis. Nee, wir stellen hier die Weiche auf das linke Gleis. Genau, jetzt geht es hier nämlich links lang und dann geht es hier hier müsste es glaube ich geradeaus, doch es geht hier glaube ich geradeaus und dann können wir hier den Zug entladen. Ist das die Entladestation? Nee, ist es nicht. Nee, schade, ich dachte das ist so eine Entladestation. Dann können wir eigentlich bis hierhin rangieren. Aber so weit schieben wir den Zug nicht rein, sondern ich würde sagen, wir schieben den bis der hier vorne drin ist rein. Okay. Rückwärtsstellung lösen. Und dann spielen wir jetzt mal hier den Rangierer. Stellen uns hier vorne hin. Und schalten Leistung auf. Schön, wie es hier zischt. So, vor Max 25.
hier rechts lang. Sie war. Sie war. Länge, ne? Bleib mal hier vorne stehen. Gleich. Nämlich, ich würde sagen, hier. Was ich mich gefragt habe, ist, die Wagen sind ja interaktiv. Wenn ich jetzt... Moment. Zugbremsen. Haben wir natürlich das Gleis hier blockiert, ne? Oh, nicht mein Problem. Soll sich der Werksrangierer hier drum kümmern. Theoretisch müsste ja. Wo war denn noch gleich dieser Triggerpoint? Gehen wir erstmal hier hoch. War das doch irgendwo hier unten? Irgendwo konnte man die Wagen aufmachen. Vielleicht auf der anderen Seite? Das wollte ich eigentlich nicht. Ich finde den Triggerpunkt nicht mehr. Na gut, dann können wir die Wagen halt eben nicht aufmachen. Vielleicht geht das auch gar nicht, wenn die beladen sind. Gut, das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist einmal die Lok vorne abkuppeln und dann haben wir Feierabend. Mit diesem grandios schönen Bild verabschiede ich mich ganz herzlich von euch, von diesem ganz, ganz besonderen Szenario. Ich danke euch fürs Zusehen. War eine sehr lange Folge heute, Mann. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.